Liebe Besucherinnen und Besucher, wir blicken auf ein abwechslungsreiches Ausstellungsjahr 2021 zurück und freuen uns nun auf die Schau Frettsheim – Skulpturen aus Glas hier in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn. Und dazu heiße ich Sie alle herzlich willkommen. 2017 wurden hier Skulpturen aus Papier ausgestellt. Heute dürfen wir einen Blick auf das faszinierende Material Glas werfen. Bis heute ist der Umgang mit Glas eine handwerklich-technische und eine ästhetische Herausforderung. Es freut mich besonders, wenn ein ambitioniertes Ausstellungsprojekt wie dieses aus den eigenen Sammlungsbeständen heraus entwickelt werden kann. Auffallend stark ist auch das Interesse vieler zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler an diesem Thema, die ungewöhnliche richtungsweisende Glasarbeiten gestaltet haben oder gestalten ließen. Ernst Franz Vogelmann, Preisträger Thomas Schütte, ist einer von ihnen. Mit Künstlern wie unter anderem Erich Buchholz und Richard Riemerschmidt, Leihgebern wie dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg oder dem Landesmuseum Württemberg wird außerdem deutlich, auf welchem Niveau unsere Arbeiten hier sind. Mein Dank gilt allen Leihgebern, den Privatgalerien sowie den Künstlerinnen und Künstlern, einschließlich der Kunstsammler. Es ist uns eine Ehre und Verpflichtung, Ihre kostbaren Werke temporär bei uns ausstellen zu dürfen. Einmal mehr ist es die Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung, die diese Schau aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens mit einem namhaften Betrag unterstützt. Und ich danke hierfür der Vorsitzenden Ruth Reinwald im Namen der Stadt Heilbronn und des Heilbronner Gemeinderates sehr herzlich. Und natürlich auch Frau Dr. Rita Teuber und dem Museumsteam, die dieses ambitionierte Projekt konsequent verfolgt und ins Ziel gebracht haben. Der Ausstellung wünsche ich eine gute Resonanz und viele beeindruckte und zufriedene Besucher. Ja, herzlich willkommen in der Kunsthalle Vogelmann, liebe Besucherinnen, liebe Besucher. Wir zeigen Ihnen die Ausstellung Fragile, alles aus Glas, innerhalb unserer Reihe zu den Grenzbereichen des Skulpturalen. Wir haben hier in der Kunsthalle 2017 das Thema Papier zu Gast. Wir haben den Werkstoff Papier untersucht. Und in dieser Reihe widmen wir uns nun seit anderthalb Jahren dem Thema Glas. Und diese Schau stellt das Ergebnis unserer Bemühungen dar. Die Ausstellung hatte eine lange Vorbereitungszeit und ich freue mich, dass Dr. Rita Teuber mein Gesprächsgast ist, unsere Kuratorin. Liebe Rita, wir stehen hier gemeinsam vor Bruno Taut, einem Modell eines Gebäudes. Warum spielt der Bruno Taut so eine wichtige Rolle, speziell dieses Modell für unsere Ausstellung? Bruno Taut spielt insofern eine Rolle, weil er sozusagen damit ein Manifest kreiert hat, ein Manifest des Glases sozusagen 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und sich damit einerseits selbst einen Traum erfüllt hat, erstmal Farben, Licht und Glas miteinander zu verknüpfen und zum anderen auch seinen Literatenfreund Paul Scherbart sozusagen auch fast ein Denkmal gesetzt hat. Das ist auch Paul Scherbart gewidmet. Paul Scherbart war ein Literat, der Ende des 19. Jahrhunderts beziehungsweise um die Jahrhundertwende in seinen Novellen und Romanen von einer neuen Glaskultur träumte. Also der neue moderne Baustoff war Glas, der Licht sozusagen in die dunklen Wohnungen einließ, der alles durchlässig machte, der im Grunde genommen so auch ein Kollektiv damit herstellt, sozusagen, es gibt keine Distanz mehr, es ist alles diesem Material sozusagen gewidmet. Warum gibt es die Verbindung von Glas und dieser politischen, sozial-politischen, utopischen Dimension? Warum war da Glas geradezu ideal als Werkstoff? Um die Jahrhundertwende ist es ja so, dass sich eine Gesellschaft entwickelt hat, in der sozusagen der Materialismus zunehmend Einzug hielt. Auf der anderen Seite gab es viele Bewegungen wie die Theosophie oder bestimmte okkulte Bewegungen, lebensreformerische Bewegungen, die da dachten, das ist sozusagen, wir müssen da gegensteuern und das Glas sozusagen spielt an der Stelle, hat insofern dann noch so eine, also da kommt die sakrale Bedeutung, religiöse Bedeutung des Glases wieder, wird sozusagen wieder revitalisiert. Insofern, als man in diesem Material einfach sah, es ist einfach
eine Materie, wenn Licht durchfällt, dann überwindet es die Materie, scheinbar. Und es ist ein Symbol sozusagen, um in eine bessere Zukunft zu leuchten. Ja, das war auch Paul Scherbarts Idee, sozusagen ein Licht in die Zukunft zu setzen. Mir kommt ein bisschen auch bei der Form so die Assoziation der Gotik. Wir haben ja hier auch die Kirchen der Gotik, die berühmten Glasfenster. Spielt das eine Rolle? Das spielt in jedem Fall eine Rolle. Das ist ja auch, spielt ja auch beim Bauhaus sozusagen, bei dem ersten Manifest des Bauhaus. 1919 ist sozusagen eine Kathedrale abgebildet. Der Bauhüttengedanke spielt eine Rolle. Also die Architektur wurde wieder zur Mutter aller Künste. Es sollte Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe, alles sozusagen unter einem Dach. Auch Ideen, die der Werkbund ja auch sozusagen lanciert hat ab 1907. Und letztendlich ist dieser kleine Bau, ja, das ist auch so ein bisschen so eine Mischung aus kleinem Dom, kleinem Tempietto, kleinem Sakralraum. Und für den Besucher hat es wohl auch dann wirklich 1914, in den paar Wochen, in dem dieses Gebäude zu sehen war, wirklich auch so magische, verzaubernde Erlebnisse gebracht, von die sehr, sehr nachhaltig waren und die sich dann nach 1919 dann auf die Architektur dann auch ausgewirkt haben. Also wenn ich das so sehe, wir können ja auch gemeinsam hinter die Kuppel dann auch gehen und hineinblicken, die Besucherinnen und Besucher. Also ich habe natürlich auch im kulturgeschichtlichen Kontext, denke ich, an Glas, an Licht, an Film, auch an Belichtung. Und da sind wir natürlich auch in den 30er Jahren in die Inszenierung und die furchtbare Instrumentalisierung Nationalsozialismus. Wir kennen ja diese Gegenstände oftmals nur aus Modellen, aus Fotografien, aber Zeichnungen haben sich erhalten, Rita. Kannst du uns da noch eine zeigen? Weil da, denke ich, diese Idee dieses Kristallinen und dieser Transparenz sehr, sehr gut zum Geltung kommt. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also Glas war das Material, Leitbild und Sinnbild dieser Bewegung, ja, war der Kristall. Obwohl Glas ja eigentlich nichts mit Kristall zu tun hat letztendlich. Aber es gibt, hier haben wir eine Arbeit von Wassily Lukács und die zeigt einen sogenannten Kultbau. Das ist natürlich ein Bau, der so nie realisiert worden ist, aber der dafür steht, dass sich sozusagen für eine neue Kollektivität, eine Mensch, also eines Volkes oder einer, ja, der Menschheit, die so auf Solidarität und Harmonie sich begründet. Und als besonderes Sinnbild eben steht dieser Kristall, der einerseits etwas Anorganisches hat und auch was Organisches, aber umgesetzt, also auch in dieser Form, hat man sich das natürlich in Glas vorgestellt. Es ist das Leitbild im Grunde genommen der Jahre zwischen 1919 und 1922. Das verändert sich dann und wird dann eher technoid, nüchterner dann in der Architektur der neuen Sachlichkeit. Ja, Rita, wir sind hier im zweiten Stock der Ausstellung, die den zeitgenössischen Künstlern vorbehalten ist. Wir haben verschiedene Positionen. Es vermittelt so zwischen den Stockwerken dieser lange Tisch. Was hat es mit ihm auf sich? Warum ist er in der Geschichte der Glaskunst wichtig? Ja, es ist quasi ein Hauptwerk sozusagen wirklich in der Geschichte der Glaskunst. Es stammt von Luciano Fabbro, einem Mitglied der sogenannten Arte Povera. Und insofern ist es hier spannend, als dass er hier, Sie sehen hier 8 Schalen. Und jede Schale ist sozusagen gefüllt mit einem Fragment, mit einem Bruchstück. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann ist jedes Fragment wiederum, trägt einen Namen eines oder einer Aktivistin der Vergangenheit. Das ist zum Beispiel Pier Paolo Pasolini, der ermordet wurde. Es ist zum Beispiel Olympe de Gouges, die erstmals die Rechte der Frau während der Französischen Revolution sozusagen niedergeschrieben hat und dann aber im Terrorregime unter Robespierre ermordet worden ist. Also es geht bis ins 16., 17. Jahrhundert zurück, beziehungsweise eine Schale, und da ist auch der Gedanke der Schale überhaupt, wie das dazu kam, die ist Johannes dem Täufer gewidmet. Und dieses Schalenmotiv. Und ich erinnere so ein bisschen an Abendmahl, Rita, auch christologische Bezüge, ist das richtig? Ja, das kommt durch den Johannes und Abendmahl. Genau, es sind eigentlich beides. Da Vincis Abendmahl, gar keine Frage, ist natürlich in diesem Tisch präsent. Eben auch wieder der Opfergedanke und dann natürlich auch wieder in Bezug auf das Glas, spielt natürlich innerhalb der Religion eine große Rolle. Und er macht, das sind profane
Märtyrer, eben keine sozusagen religiösen Heiligen. Sie sind die heutigen Heiligen. Die heutigen Heiligen finde ich sehr schön. Wir waren schon in Italien und gehen nochmal nach Italien. Dort hat sich die Tradition der Glaskunst auch bewahrt und viele zeitgenössische Künstler lassen dort auch produzieren. Es gibt dort die berühmten Berengo-Studios und einer von ihnen, Thomas Schütte, mit dem wir in Heilbronn eng, fast freundschaftlich verbunden sind. Von ihm stammen die drei Köpfe, zwei aus einer Serie, Me and You. Ich meine, spannend ist natürlich auch, dass für uns ja einfach der Anlass war, eben nach dieser Ausstellung, die sich mit Papier beschäftigt als Werkstoff, also auch so ein randständiger Werkstoff in der Skulptur, sich mit Glas zu beschäftigen. Und da war Thomas Schüttes Arbeiten in unserer Sammlung, war eigentlich der inspirierende Moment, ne, dass wir gesagt haben, da muss man einfach mal sozusagen aus dem heraus schöpfen und seine Arbeiten, die hat er ja auch erstmals in der Ausstellung, die wir damals mit ihm gemeinsam machen durften, zum ersten Mal eigentlich gezeigt. Das war dieser Glaskopf? Genau. Und die sind in Murano gemacht, in den Berengo-Studios und ist für ihn sicherlich auch ein, der ist ja sehr neugierig, dieser Bildhauer, neugierig auf Vielfalt von Materialien und Glas ist ja was, was der nicht so richtig selbst so im Griff hat. Er hat ja nur das Model im Griff und was er jetzt letztens erst gesagt hat, war interessant, dass diese Arbeit hier wirklich so eine seiner Lieblingsarbeiten ist, weil er sagt, okay, er liefert dieses Model, er lässt das nicht blasen, sondern das ist ein Model, aber die Farbgestaltung und so, da lässt er den Glasmachermeistern doch sehr große Freiheit. Und das finde ich, ist auch ganz spannend, dass er sozusagen da loslässt und dann ganz, ganz tolle Ergebnisse ja eigentlich auch bei Raum kommen, weil man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt Glas oder was ist das? Ja, also das ist faszinierend. Man wird verführt hinzufassen, kommt gar nicht eigentlich auf das Material Stein. Es wirkt auch so warm, so geschmeidig. Kann man das denn sagen, dass an seinem Beispiel, dass die zeitgenössischen Bildhauer generell verstärkt mit den Produzenten arbeiten? Ich glaube, das kann man so sagen. Also ich denke mal, durch die Geschichte hinweg ist, glaube ich, schon sehr genau zu beobachten, dass die Berührungsängste, dass die Mauern gefallen sind zwischen den Glashütten und Glasmanufakturen und den Künstlern und dass einfach da so eine Annäherung stattgefunden hat. Dazu hat aber auch beigetragen, auch diese Studioglasbewegung, durch die sich sozusagen immer mehr Werkstätten sozusagen auch in Europa, in den USA, überall sozusagen breit gemacht haben und einfach Anlaufstellen waren, wo man sowas tun konnte. Und klar, Venedig ist der Ort für Glasmacherkunst. Aber ich denke, da hat sich was verändert. Also, dass Künstler und Künstlerinnen eben sehr viel offener mit den Glasmachermeistern zusammenarbeiten. Und auch die Angebote von der anderen Seite, von den Glasmanufakturen, auch ganz klar an Künstler gehen. Also von beiden Seiten keine Berührungsängste mehr? Nee, auch von beiden Seiten, und genau. Und ein besseres Image. Also Glas, das ist ja dann wirkt 50er Jahre verstaubt und eigentlich sehr, hat mit dem konservativen Image auch zu kämpfen. Das stimmt, es hat damit zu kämpfen, es hat mit diesem Dekorativen zu kämpfen, es hat mit dem Wohnzimmerschrankformat zu kämpfen. Es hat also, aber es ist, ja, also ich, da hat sich echt einiges getan. Also das sieht man auch an den Arbeiten von Karin Sander, die super schräg sind, die man ja hier also an allen Ecken, so man muss immer mal gucken, so an einem Sockel oder an der Wand klebt dann irgendwie so eine Glaslache. Jetzt, also da das diese Arbeit ist natürlich jetzt im Unterschied, die ist jetzt nicht mit einer Glasmanufaktur entstanden, sondern das richtige händische Arbeit. Das heißt, das ist eine Arbeit von Martha Klonowska, die hier also Hunderte oder wenn nicht Tausende von kleinen von Glasstücken sozusagen Glas zuschneidet und dann daraus hier so einen prachtvollen Koi entwickelt. Interessant ist bei ihr, dass sie ihre Inspiration holt sie aus Randfiguren in Gemälden und Zeichnungen. Jetzt da, das ist das Vorbild, ist jetzt dieser Koi hier aus der japanischen Druckgrafik. Und ich meine, das ist schon unglaublich faszinierend, was sie da zustande bringt, weil sie holt den raus aus dieser Nebenrolle, also diese Figur, und gibt ihn natürlich hier so die Hauptrolle. Der Fisch wird zum Hauptakteur. Ja. Ist schon ein bisschen ein Spiel, ja, mit der Geschichte und der Geschichte der Kunst. Gibt es so eine Art Lieblingsstück oder präziser gefragt, was war denn so die Erkenntnis oder die eigentliche Überraschung für dich in der Ausstellung? Also ein Lieblingsstück gibt es für mich hier nicht. Also es ist jede einzelne Arbeit hier, finde ich, einfach eine
immer wieder eine Überraschung. Ich hoffe, dass die Besucher das auch so sehen. Also das geht von dem einfachen Zierglas, ja, bis hin zu diesen wunderbaren Schalen eben von Fabro oder zu diesen Glasgranaten von Hatoum. Ich denke, da ist überall, sind einfach ganz wunderbare Entdeckungen zu machen. Und es ist schon alleine, als wir das hier alles ausgepackt haben, so viele A's und O's habe ich, glaube ich, bei keiner Ausstellung gehört. Ja, Sie sehen, diese Reihe geht voll auf. Wir geben mit dieser Ausstellung ein Material, stellen wir zur Diskussion, das man vielleicht aus künstlerischer Sicht als Königsübungsmaterial bezeichnen kann. Immer haarscharf vorbei im Kitsch, aber eben auch haarscharf an ganz hoher, wichtiger Kunst. Und dieser Parcours, für mich vor allen Dingen eine beeindruckende Geschichte mit einer hohen Sinnlichkeit, mit einer hohen Ästhetik. Und man kann sich gar nicht satt sehen in den Exponaten.